Hallo, willkommen bei Pokémon Platin Full Link Challenge mit Muffin. Ja, ich habe gerade Zeit verschwendet. Bin ins Pokémon Center aus Versehen wieder reingelaufen und rausgelaufen. Oh nein! MC, ein Tag im Leben eines Trainers! Trainer klatschen. 1, 2, 3, 4 Trainer habe ich. Okay, sind hier noch 3? Fehlen noch 3. Ich dachte, das ist der richtige Weg. Wie kann denn das? Hä? Bin ich denn? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich aber. Also, langsam, hier war doch nichts mehr. Was bin ich denn? Okay. I see. Da muss man rüber. rechts oder links. Was? Das hätte von uns geschrieben worden sein. Was denn? Neben mir habe ich den Angelguru. Sag mal hallo, Angelguru. Mal hallo. Ja. Das ist halt perfekt. Das ist echt perfekt. So. Heute sprechen wir über die Angelkünste von Kuhle. Ja. Mit der Angel in der Hand soll dieser Trainer ein Raupi anlanden. Ja. Man könnte denken, es ist einfach nur der Köder, den man wieder rausgezogen hat. Ja. Dieser Trainer bekommt eine klare 100. Ja, klar. Geil. Kommt noch was anderes im Fernsehen? Ach, Fernsehen bist du da, okay. Einkaufskönige. Unser heutiger Einkäufer ist Trudel. Er hat sich für das alte Pokéball entschieden. Ja, warum eine Stückzahl 10? Trudel hat richtig Ahnung von Einkaufen, einfach toll. Na klar, wusste ich doch. Deswegen frage ich dich auch immer. Tannheel. Stahl? Da. Ne? Undicht resistet hier noch Stahl. Das war doch. Oder wird von Stahl besuchen. Käfer auch? Bestimmt, oder? Was? Ja, eine Feuerattacke habe ich leider nicht. Käfer wird auch von Stahl resistet, oder? Ja, na klar. Na klar, sagt er. Ja, ab der 5. Gen, glaube ich, oder bis zur 5. Gen, bis Unlicht noch, aber danach auch nicht mehr. Unlicht. Ja. Unlicht und Geist war das, ne? Nee, Psycho. Psycho? Ich weiß nicht, ob es mit. Ach nee, Geist war auch noch. Das stand extra. Warum? Aber Tannehill hält trotzdem keine 25 Bisse aus. Viel AP habe ich gar nicht mehr. Derbo. Wunderbar. Das ist ja meine geile Supertrank. Sei kein Trainer von gestern. Neues Pocket-Zubehör ist weg. Oh nein, ich muss noch. Da war noch ein anderer Weg. Ich muss. Ich kann gar nicht anders, wer auch immer das ist. Was ist denn hier? Oh, das viel. Rüber da. Und was ist hier? Auch richtig viel. Nice. Hat sich voll gelohnt. Ein Trainer ohne Package ist wie Pokémon ohne Trainer. Das heißt, der Trainer ist wild. Und kann gefangen werden. Nein, weil ein Pokémon ohne Trainer ist ein wildes Pokémon. Und ein Trainer ohne Pocket ist wie Pokémon ohne Trainer. Oder meinen die allgemein das Spiel Pokémon? Hätte ich jetzt spontan, also wäre jetzt so meine, ne? Aber wir sind in Pokémon, da kann man nicht vom Spiel Pokémon eigentlich reden. Was? Warum denn nicht? Ja, Pokémon Center, wir stehen dir immer bei. Lasho King, aber auf Level 35, das sollte noch okay sein. Gib mir Erfahrung, Lasho King, und kill mich nicht, danke. Schönheit ist kein Zufall, Eleganz muss gelernt sein. Was? Emotionen erwünscht, Herzhofen-Mitbewerbe. Aussetzer? Ah, fehlgeschlagen, schön. Lasho King.
Lust auf Schneegestöber. Besuche das weiße Blitzer. Ja, klar, aber nicht jetzt. Groink. Groink war die Weiterentwicklung. Oh, wenn ich das Groink besiegt habe, dann könnte Käse Level Up sein. Wupp, wupp. Groink setzt Erholung ein, hat alle KP. Nice. Groink setzt Blizzard ein. Alter. Gegenstoß ist schneller als wie ich. Das ist natürlich sinnvoll. Unlichttyp, nice. Wenn es jetzt eine Psycho-Attacke machen würde. Okay, ciao Groink an dieser Stelle. Tschüss, Groink. Tschüss. Quasi. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Käse erreicht Level 40. Ja! Yes! Entschuldigung, habe ich mich schon gefreut? Ja, Mann! Wie geil ist das denn bitte? Hey, Käse entwickelt sich! Hi, Puh! Oh mein Gott, ich habe ein Brutalanda! Ich glaube, das war auch schon der vorletzte Trainer. Ich glaube, die Platten bei mir sind kaputt, die miauen, wenn man da drauf. Ah, die Platten also. Guter Länder. Klimaschutz eliminiert die Wirkung des Wetters. Ist okay. Gibt Schlimmeres. 129 Angriff, 118 Spätzangriff. Nice. Nice. Kann ich beides benutzen. Feuerodem ist voll fein. Wunderbar. Ich glaube, ich werde mit Erdblutz leben. Ja. Ich möchte... Ah, also ich weiß nicht, ob das... Ich habe noch 2 auf 38 und 1 auf 39, also... Oh, das ist ungünstig. Sage ich jetzt mal so, das könnte der letzte Trainer sein. Ich glaube, ich habe Zucchini vorne. Inkusilla, das ist natürlich sehr super. Kusilla erschaudert, ach, hat Vorahnung. Kusilla, da kann ich mal auf Soft Ice wechseln. Level 35. Boah, Lawine, Alter. Ach ja, das war ja das. Das ist ja. Psychokinese. Spätzangriff von Kusilla nicht zu unterschätzen. Holy shit. Als nächstes Boink. Ja, dann wechsle ich mal wieder auf Zucchini. Halbe Hand, Ballglas. Abra, okay. Abra ist halt relativ schnell, aber. Aber ja, könnte Abra nur Kraftreserve wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Aber es kam gar nicht erst dazu. Ihr Blickfeld war beschränkt. Eingeschränkt? Beschränkt? Behindert? Oh, Entschuldigung. Ein Beschränkt. Und da geht's zum Arena-Leiter. Also ja, ich wäre beim Arena-Leiter. Wie gesagt. Okay. Immer noch 2 auf 38. 2 auf 38, okay. 1 auf 39. Ich bin halt komplett bei 40, eigentlich. Wir haben noch Zeit, also, ja. Ja, ungünstig. Ich meine, er hat Level 37, 38 und 41. Ja, dann sollte das aber machbar sein. Ich habe Käse, Dönerspieß und Milchshake.
auf, also 40, 40 und 41. Ja. Können alle was gegen Psycho. Ja. Und ich würde dann wahrscheinlich mit Zucchini leaden. Das Level 38er Pokémon. Da ja. Das 41er nicht am Start kommt, sollte das da. Ich denke mal, das mache ich so. Okay. Ja. Also können wir starten. Ja, ich schaue nochmal kurz, ob irgendeine wichtige Attacke irgendwie wenig AP hat oder so. Antikraft 4 von 5, ja gut. Sonst 14 von 25, okay. Sonst alles voll. Okay. Habe ich irgendwas gerade noch nicht ganz voll geheilt? Ja, Käse. 8 KP. Jetzt bin ich bereit. Du hast ihn schon, oder? Nee, ich habe noch nicht angesprochen. Okay, 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 okay. Wir können. Ja, das ist der Orden von Erzeling, ja, das ist die erste Arena. Was mein Sohn besiegt. Das ist ein mal, Wunder oder kein Wunder? Erstmal übelst seinen Sohn beleidigt. Hat er gesagt, das ist kein Wunder? Dass wir ihn besiegt haben? Also ja, ich glaube, er muss noch viel lernen, hat er auch gesagt. Mhm. Schwimmer Jonathan ist es bei mir. Lunastein als erstes. Oh, das ist natürlich gegen Zucchini nicht so geil, muss ich gestehen. Schreck zurück. Ich wechsle mal auf Flammenkuchen. Ah. Cool King wegen Lunastein. Ist das wegen Stahl? Okay. Was denn? Der Toxic Orb hat keine Wirkung. Oh, ja, vermutlich. Er setzt Steinpolitur ein. Dann bekomme ich gleich trotzdem noch einen Angriff ab, wahrscheinlich. Kaskade! Kosmikkraft. Erhöht Verteidigungswerte, glaube ich, oder? Noch ein Rexblizzard. Okay. Verteidigung steigt, Spezialverteidigung steigt. Oh, fuck. 98. Ich hoffe, ich mache genug Schaden. Ich hoffe, ich mache genug Schaden auf das Lunastein. Wenn es sich mit Kosmikkraft hochboostet, dann gute Nacht. Das ist schon schlecht, ja. Aber nach einer Kosmikkraft mache ich über die Hälfte Schaden und jetzt hat es Itemsperre gemacht, also alles entspannt scheinbar. Was ist das für ein Arena-Leiter? Übelste Abwechslung in seinen Pokémon. Ich bin begeistert. Ja, was denn? Das kann trotzdem wehtun. Ach nee, ich habe hohe Verteidigung. Aber was? Als nächstes kommt Lamus. Mit Lamus? Ja, das war's. Ist Lamus speziell oder Dingens defensiv? Warte, ich schau kurz nach. Physisch. Physisch? Oder? Hängt dann. Lamus ist. Boah, Verteidigungsspitz. Okay, 110,80. Das glaube ich trotzdem Käferbiss stärker mit Zucchini, weil mein Angriff halt verdoppelt wird und Spätz Angriff ist halt. Also, ich bin quasi durch. Okay, bei mir ist jetzt das Lamus. Ich weiß halt nicht, ob es das 41er ist. Nee, das 38er. Okay. Damit sollte Zucchini einigermaßen klarkommen. Also, Arena-Leiter war. Oh, ja. Panzerschutz. Speziell, will ich mal sagen. Inwiefern? Erzähl. Er hat zuerst Rexblizzard eingesetzt. Ja. Ich habe Eisenschädel gemacht, da ist es zurückgeschreckt. Dachte ich ja. Mir, mache ich Metallklaue. Da hat er sich geheilt. Das hat über die Hälfte gemacht, Metallklaue. Dann habe den Attack Boost gekriegt. Und habe dann mit der nächsten Metallklaue das erste Rexblizzard rausgenommen. Dann kam ein Rexblizzard. Das habe ich direkt mit Eisenschädel rausgenommen. Ja. Dann kam ein Rexblizzard. Das hat Holzhammer gemacht, das hat aber auch nur so 40 Schaden gemacht von 120. Und das habe ich dann auch direkt mit Eisenschädel rausgenommen, also. Ja. Ja, gut, ne? Nice. letztes Pokémon ist ein Rosana. Ich mach das mit Dünerspieß. Einfach mal dreimal das gleiche Pokémon, ja, warum nicht? Kann man machen. Muss man aber nicht. Genau. Aber nicht am selben Tag, was? Rosana hält
physisch nicht viel aus. Level 41. Boah. Aber schnell. Oh, es hat Bedroher. Warum hat er meins nicht... Ach, Mann. Macht Käferbiss natürlich weniger Schaden. Hey. Ja, es ist schnell und es hat einen guten speziellen Angriff. Ich aber wahrscheinlich... Muss schon aufpassen. Und Eis ist gegen Zucchini sehr effektiv. Ja, ja, ich habe Dönerspieß drin. Jetzt. Deswegen habe ich Zucchini rausgewechselt. Achso, ja, stimmt. Das kann auch Käferbiss. Vielleicht auch nicht reingewechselt. Ja. So, ne? Stimmt, ja, ja. Das kann ja auch Käferbiss. Stahlattacke wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ah, stimmt. Damit greife ich ja spezial an. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Käferbiss macht über die Hälfte. Und ich habe seine Zitrobeere gestohlen. Nice. Nee, Käferbiss hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache nochmal Käferbiss, weil es hält speziell halt deutlich mehr aus als physisch. Das passt schon. Mhm. Na, wenn du über die Hälfte gemacht hast. Wieso bin ich jetzt schneller? Speedtie. Oder macht irgendwas anderes. Dünnerspieß ist nicht so schnell. Echt? Sicher? Eigentlich. Also Bomadame ist, glaube ich, gar nicht so schnell. Bomadame. Bäh. Aber das war der Arena-Kampf, der lief. Du hast den Lumpen-Umhang, oder? Ja. Das hat, ja gut, 36 Base. Also die haben alle 36 Base. Okay, Mensch. Ich nehme an, Rosana ist schnell. Denke ich doch. TM91, was ist TM91? Ich hab das hat er schon durchgeklickt. Ja. Mimikry, geil. Ich hab die Minenorden gekriegt. Ja, ich auch. Das war falsch. 95, ne? Ungefähr. Oh, wo kommt man raus? Man kann nach rechts gehen, ne? Dann dahin? Ja, immer rundherum. Magensäfte, oh mein Gott. Ist irgendwie nicht so eine tolle Attacke. Hört sich auch irgendwie ekelhaft an, aber sonst. Oh! Daniel, hey! Jetzt muss man, glaube ich, in die Bibliothek. Ja. Pokécenter. Natürlich bin ich stärker als du, kann man eine Chance, dass ich werden soll. Ist das ein Kampf? Wer, was? Will der Rivale gleich kämpfen? Vor dem Nö. Das letzte war, glaube ich, bei der Liga. Okay. Zucchini 39, Softeis 38, Flammkuchen 39. Ach, kommt schon, Leute. Levelt. Ich möchte Softeis. Softeis kommt nach vorne jetzt. Mit Level 38. So, okay. Ich gehe in die Bibliothek. Nicht schnell genug. Hopp, hopp. Entschuldigung. Hopp, hopp, sagt er. Los, ich bin ja schon. Hopp, hopp, I verporten. Nee, so was anderes. Ein bisschen. Wahrscheinlich nach ganz oben laufen, ne? Ja. Jawohl. Ja, unsere Rivale hat nicht mal einen Pokédex. Genial. See der Kühnheit ist für uns, okay? Was ist denn da passiert?
Wumm. Ein Krawumms? Mach grad kurz ab. Wahrscheinlich. Oh nein! Ein Osterfeuer. Seid vorsichtig, wenn ihr die Treppe runtergeht. Das erinnert mich an Family Guy. Sag mir nichts gerade dann. Da gibt's so eine Folge, da haben die eine neue Treppe und Peter, egal wie vorsichtig oder langsam er versucht, die Treppe runter zu gehen, der fliegt immer runter. Oh lol, okay. Zu einer Mega-Explosion. Die Mega-Entwicklung einer Explosion, das ist krass. Schaden. 400er Attacke. Alter Schwede. So, das heißt, wir gehen jetzt. Oh, ich hab's doch eben vorgelesen. Zederkühnheit. Zederkühnheit. Der ist irgendwo auf dieser Map. Zwischen Weideburg und Dingens, der rechts, glaube ich. Aber vorher? Vorher kann man in dem Part werden. Dann tun wir uns in die Nähe buxieren. Richtig, und ich trainiere wahrscheinlich nochmal so ein paar Pokémon 1, 2 Level, damit die auch dann Level 40 sind mindestens. Ich weiß gerade nicht, ob es vielleicht günstig ist. Ach ne, du hast ja ein Pokémon, was fliegen könnte dabei. Nö. Guter Lander? Nö. Na klar! Es lernt ja sogar selber fliegen. Ja, eigentlich bei der Entwicklung, aber da es sich eher entwickelt hat, ja. Würde ich gerne gucken, ob ich vielleicht noch eins mitnehmen könnte, was fliegen kann, weil ich glaube, wir müssen in nächster Zeit relativ viel durch, oder? Ich glaube, wir müssen noch zu dem anderen See mal gucken. Und so, Feuerodenbehälter als Steps, Zen-Kopfstoß, Kopfnuss, Biss. Kopfnuss oder Biss? Zen-Kopfstoß, Kopfnuss, Biss. Ich hätte sonst vielleicht sogar Zen-Kopfstoß gesagt. Ah, das ist halt. Ich weiß, es trifft wirklich so 90, aber es ist halt trotzdem 80 stark. Das stimmt. Ja. Musst du entscheiden. Oder halt Kopfnuss, weil es halt die normale Attacke ist. Okay, Kopfnuss, ciao. Ja, dann und ja, gut, dann gucken wir nochmal wegen dem Team. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüssen.